Achso, wo ich euch bei dir gerade schon mal habe, wollen wir zufälligerweise über die Benutzung der Cam-Accounts in der Freecam einmal sprechen? Wieso? Hast du dem was auszusetzen? RGB ist kurz davor schon ein bisschen leicht am schelmisch grinsen und versucht gar nichts zu sagen. Ich schwitze überhaupt nicht. Ich sag mal so. Also mein Anwalt hat mir gerade gesagt, dass ich jetzt nicht weiterreden sollte und er lässt ausrichten, Versehen passieren. Das ist halt, es ist aber ein Klient kann nichts dafür, wenn aus Versehen sein Cam-Account ausrutscht. Und das ist ja halt, das ist ne. Ich sag mal so, ich habe extra in den Regeln nachgelesen, da stand nichts dazu drin. Stimmt, das sagt mein Ja, Anwalt das ist gerade mir auch. keiner Schuld bewusst. Stefan ist mein Anwalt. Stefan ist mein Anwalt. Der hat mich schon in Craftic damals gut vertreten. Also, Ja. ich habe schon überlegt für nächstes Jahr, dass Cam-Accounts nur noch von Cuttern benutzt werden können, aber nicht mehr von den Personen selbst. Das ist asozial, Sparko Phoenix. Wieso? Ja, weil damit das spielt ja eigentlich nur dir in die Hände und niemand anderem. Nö. Die Cam-Accounts sind ursprünglich da gewesen, vielleicht um Thumbnails von oben zu machen oder Was mache ich Timelapses gerade mit meinem aufzunehmen. Cam-Account? Was mache ja, literally Und mache ich wofür ist genau das das gerade. da? Für Replay-Mod. Nehmt den Replay. Damals gab es den Mod Nein, noch nicht. nein, 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 nein. Replay-Mod Nein? mache ich immer Aber mit mit Cam-Account. Replay-Mod kann ich auch einfach gucken, was da Das ist. ist Ja, ist richtig. so. Ist ein bisschen aufwendiger. Aber das Problem ist halt, das ist absolut mies. Leute suchen nach Ancient Cities, Leute suchen nach Dungeons und so. Was ist das für ein Survival-Spiel? Also ist doch Bockmist. Also für Freecam habe ich gehört, gibt es eine Version, wo du nicht durch Wände glitschen kannst. Das heißt, das könnte Was? man machen. Und Okay. bei den Map-Mods auch am besten, dass du nicht verschiedene Ebenen gucken kannst und sowas. Also, es ist noch Quatsch. Also, ich habe das Gefühl, das macht es ein bisschen kaputt. Da wird der Adventure- und Exploration-Teil ja komplett rausgenommen. Da hast du nicht ganz Unrecht. Ja. Und Also wenn es ein jeder, der eine Timelapse macht, kann die Replay-Map nutzen. Dafür ist die da. Du kannst damit auch durch Wände gucken, aber es ist zumindest Ich ein bisschen möchte, nee, umständlicher. nee, ich nutze die Timelapse immer, also ich mache die Timelapse immer mit Cam-Account. Ich fände das nicht cool, die Regel. Und ich Also, wäre da ja, auch aber vehement dagegen. das ist ja nur eine Gewohnheitssache jetzt, ne? Kann Sparko man Phoenix, nein. den. Weil es ist. Du bist Kann der man Erste, der die. durch Wände fliegt und nach Zeug scoutet, Joe. Das ist Bullshit. Ich habe noch nicht mal nach Dias oder irgendwelchen Sachen gesucht. Das war ein Scherz, Ja, den ich nach gemacht habe. Dias auch nicht, aber ne, trotzdem gerne von außen. Also unter der Erde, eigentlich hat man nicht unter der Erde zu X-Rayen mit einem Cam-Account oder sowas. Wenn ich cheaten möchte, dann mache ich das offline, on stream, wo du nichts auf, oder nicht on stream, wo du was von mir kriegst. Jetzt komme, also das finde ich eine richtige Scheißregel, Verzeihung, aber. Ja, sie gibt es ja Kann man den nicht. Also. Cam-Account nicht auch so einstellen, dass man nicht durchwenden kann? Ja, das wäre Nein, natürlich ich das brauche. Allerbeste. Leute, nein, das ist richtig kacke. Dann könnte ich zum Beispiel jetzt die Replay-Aufnahme, die ich jetzt gerade mache, nicht machen. Die nehme ich jetzt literally gerade eben mit Cam-Account auf. Ja, weil Also du es gibt nur in der manche Erde Dinge, wo. fliegst. Ja. Ja, aber das ist doch. Also. Das ist ja schön, aber Also das ist dann, nicht. Ist nicht gut fairer, so. also muss man sagen, gar keine Cam-Accounts mehr. Dann, also entweder, also quasi, dann fein, wäre ich fein mit gar keine Cam-Accounts. Aber nicht sowas nach dem Motto, nur die Cutter dürfen Cam-Accounts nutzen. Das finde Ja, ich die richtig Cutter kommen scheiße. halt für Thumbnails drauf, weißt du, von oben. Ja, Du nö. kannst ja auch, also ne, das Problem ist, dass die einfach abused werden und man das nicht irgendwie kontrollieren kann. Ach komm, ich glaube, da machst du dir zu viele Sorgen. Jeder spielt ja so, wie er möchte. Und wenn, also ganz ehrlich, bei Cheating sagt er ja schon mal, die wollen, cheaten wollen, lass sie doch machen. Ich mache ja quasi Sachen so ehrlich, wie ich es kann. Und das ist ja quasi auch mein Goal. Da verstehst du, das ist die Leidenschaft, wie ich spiele. Weil dann kannst du auch gleich sagen, zum Beispiel hier Gamma-Utilities rausnehmen, weil das ist Original ja auch Ja, nicht das fände genommen, ich ne? dann aber auch fair. Na, siehst du, also. Aber es ist halt besser, weil wenn du ohne Gamma spielst, Ja, sieht nee, man also halt ohne gar Gamma, nicht. also sehen die Zuschauer die ganze Zeit gar nichts, Ja, weißt siehst du, ja, siehst du. Aber ich könnte genauso argumentieren, das ist aber so nicht intended. Da leuchtet doch aus, was so Fackeln. du? Aber deine Timelapse kannst du doch mit der Replay-Mod genauso machen. War, Nee, ich warum, kann ja, warum, nee, die warum kann ich machst nicht du auf dem die? Client. Ich logge mich die ganze Zeit ein und aus und es läuft nicht. Der Cam-Account kann ganz in Ruhe stehen bleiben. Also es ist einfach nur ein Usability-Ding, weil du es anders angenehmer findest. Es ist einfach so. Das hat nichts mit Usability oder angenehm zu tun. Der Cam-Account ist der prädestinierte Account, meistens für da lässt du ein Replay drauflaufen, ist es angenehmer. Ich kann zum Beispiel zwei unterschiedliche Versionen hier haben, weil jetzt kann ich zum Beispiel hier mit Forge spielen, während der Cam-Account mit Fabric läuft. Andersherum. So dass ich halt, ne, dass ich quasi, dass ich die Mods habe, mit denen ich gerne spiele, etc. Lass den Cam-Account bitte so, wie er ist. Trotzdem, wir müssen irgendwas machen, dass Spectator nicht durch Wände fliegen kann, ansonsten dann.
Das geht nicht. Abstimmung? So, die Leute fliegen durch die Gegend. Die, auch hier, Spectator cannot generate generated chunks. Dummerweise haben wir halt 10k mal 10k vorgeneriert. Also, ja, aber die können die Chunks. Das ist ausgeschaltet. Das ist ausgeschaltet, dass er Chunks generieren kann. Ja, aber es sind 10.000 mal 10.000 ohnehin vorgeneriert. Wenn du, ich brauche eine Raid-Farm, guck ich mal, wo ist ein Pillager-Outpost? Fliege ich mit der Cam einfach los und suche. Ich würde gerne Ancient Cities raiden, damit ich meinen Swift-Sneak kriege. Ja, okay, lass mal mit Cam-Account einfach so lange unter der Erde fliegen, bis ich irgendwo eine Ancient City habe, anstatt die selbst zu suchen. Weißt du, das ist halt Mist, ist das. Musst du entscheiden. Das Problem ist, diejenigen, die ein Problem damit haben, die werden wieder was sagen. Die, die eigentlich kein Problem damit haben, die werden dafür nichts sagen, weil sie nicht anecken wollen. Anonyme Abstimmung? Ja. Ja. Also du kannst gerne was mit Spectator so, aber das ist, ach, ich weiß es nicht. Also ich meine, es hat auch ab und zu mal, es geht echt darum, praktisch, dass man mit dem Cam-Account du kannst nicht verneinen, dass Leute das nicht zum Cheaten nutzen. Ja, natürlich, aber dann lass sie doch. Ich meine, wo hast du als Spieler ein Problem damit? Also wo schadet es dir als Spieler? Wo schadet es mir als Spieler, wenn andere das machen? Es ist mir als Spieler schadet auch nicht, wenn Leute X-Ray benutzen. Ja, dann wo es, also solange es dein Spielerlebnis nicht kaputt macht. Um Dias zu grinden oder sonst was. Nee, dann lass ist es doch. Deswegen gut, das zu erlauben? Nee. Mir ist doch egal. Also sollen sie doch so machen. Ja, du bist sowieso Creative-Spieler, Joe. Ja, aber ich nochmal, also solange... Ich hab ganz einfach, ich sag immer, spielt bitte so, dass durch eure Spielweise andere Spieler kein Problem haben. Wenn Hugo 1000 Boote am Spawn macht und der Server laggt, dann habe ich ein Problem damit. Dann finde ich das nicht cool. Aber wenn Hugo mit, keine Ahnung, Spectator nach Ancient Cities sucht oder so, dann lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Das ist aber nicht, naja, trotzdem, das hat so ein bisschen Fahnenbeigeschmack und Fairness-Charakter. Das geht eigentlich. Also es fällt halt unter Cheating. Ich muss mal gucken, ja, dann ansonsten müssen halt wir das halt in Cheating der Gruppe halt besprechen. Ja, ich würde halt sagen, das ist halt Cheating. Aber ja, also das Problem ist, du kannst richtig, die Leute eh dass nicht man abhalten. Schlauch missbrauchen kann, ne? Ja, aber du wirst es, man kann auch nicht nur kann, es wird gemacht, sie tun es. Ja, klar. Aber Spark, du wirst es niemals disablen können, weil selbst wenn du jetzt solche Regeln machst, es wird immer Leute geben, die dann erst recht quasi offstream oder so das machen. Ich könnte mir auch einen Wurstclan installieren hier unten. Nee, das werden die wenigsten machen, weil die meisten eh nur streamen und Abfahrt. Die machen sich gar nicht mal die Mühe dafür. Ja, dann würde ich Folgendes machen, dann musst du halt sagen quasi, keine Ahnung, X-Ray ist verboten, wer ein Stream erwischt wird, Clip, Zuschauer machen, einsenden, kriegt ein Verfahren und beim zweiten Mal gibt's einen Bann. Bitteschön. Das war ja, schon immer dann, übrigens die Regel beim Cam-Accounts eigentlich mit, auch früher, dass man nicht unter die Erde fliegen soll und in Caves gucken. Hat sich nicht mehr in schriftlich niedergelassen sozusagen, das war mal schon immer der Gedanke, dass man Spaggy, das halt nimmt. Mach dir mal da nicht zu viele Gedanken wegen der Angelegenheit. Also ich weiß nicht. Also ich sehe es ehrlich gesagt jetzt nicht als ein Big Problem an, wo ich sage so, okay, das macht mir meinen Craft Attack kaputt oder so. Das sehe ich wirklich, also persönlich jetzt, ich verstehe das, Fairness-Charakter verstehe ich auch, aber wenn die cheaten, dann lass sie halt cheaten. So, aber wir beide haben ja keinen Nachteil dadurch. Aber ich hätte einen massiven Nachteil dadurch, wenn du zum Beispiel jetzt den Spectator-Modus irgendwie einschränkst oder sonstiges, weil ich nutze den Cam-Account wirklich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Und das würde mir wirklich einen spielerischen Nachteil einbringen. Spielerisch schon mal gar nicht. Doch, ich nutze den Cam-Account zum Beispiel sehr, sehr gerne auch mal, um Chunks zu laden und damit Teleport zu triggern und solche Sachen zu machen. Genau, also nutzt du dein. Also. Das ist ja. Als dein Anwalt möchte ich sagen, das ist Schnauze. Das ist nämlich der zweite Punkt. Die Cam-Accounts werden auch genutzt, um Farmen zu laden oder andere Sachen. Also dafür sind die erst recht nicht da. Das ist maximaler Abuse von deinem Cam-Account, Joe. Du reitest dich so erbärmlich in die Scheiße rein, dass ich deine Argumente gar nicht mal ernst nehmen kann. Weißt du das eigentlich? Nö. Das war jetzt nicht smart, Joe. Der verfechtet hier die ganze Zeit seine Convenience, mit seinem Cam-Account durch die Gegend zu fliegen, Timelapses zu machen und erzählt nebenbei, wie hart er einfach cheatet, indem er das zum Chunkloaden und andere Dinge benutzt, wofür die nicht gedacht sind. Spark, du siehst die Sachen viel zu eng. Nein, ich sehe die Sachen nicht zu eng. Du siehst sie zu lasch. Du nimmst was viel zu persönlich. Aber Spark, könntest du diese Freecam-Variante, mit der man nicht durchdecken kann, irgendwie mal in den Discord dieses Jahr ist alles eh scheißegal. Also Damage ist eh schon angerichtet. Alle Ancient Cities sind gelootet und so. Also das macht keinen Sinn jetzt noch. Nächstes Jahr. Bist du salty, weil die dänischen Cities gelootet sind? Ist das hier das Problem? Nö. Du musst die Ursache mal finden. Ich glaube, das ist das Problem. Du bist salty, dass die Ancient Cities gelootet sind und du keine mehr findest, oder wie? War ich in einer einzigen Ancient City, die gelootet war? Nö. Das war ein Beispiel für SwiftSneak oder andere Sachen. Also das ist ein Anwendungsfall, wofür die genutzt werden. Ja, natürlich. Ich hab meiner gelootet, da war ein SwiftSneak drin und ich habe auch ein Armor-Tree gefunden. Alles gut, ne? Also darum ging's nicht. Aber vielleicht haben andere das Problem.
Du brauchst jetzt. Frag du brauchst dir, Joe, du brauchst jetzt nicht ankommen mit irgendwelchen Krümelchen. Hä? Du brauchst jetzt nicht angucken, irgendwelche Krümelchen, wo du dich rausreden kannst. Nee. Was heißt rausreden? Mir ist das scheißegal. Du weißt das ganz genau, dass mir das egal ist. Ich sag das auch offen und stream, dass ich den Camera-Account dafür nutze. Das ist eine kreative Art und Weise, zum Beispiel Teleports zu triggern und sonstige Sachen zu machen. Das ist mir sowas von wurscht. Das ist keine kreative Art und Weise, das ist das Cheaten mit einem Zweit-Account, Joe, der dafür nicht gedacht ist. Ja, der zweite Account ist auch nicht dafür. Ach egal, machen wir nicht on stream. Also ich glaube, dass du da ein bisschen. Also ich verstehe deine Argumentation, aber ich glaube, dass du das viel zu eng siehst. Nein. Ja, ist ja dein Projekt, deine Entscheidung. Richtig. Okay, ich muss noch ein bisschen was aufnehmen. Bis gleich. Ich glaube, Joe LGB. Ist jetzt salty. LGB, so, jetzt wo Joe Mac ist, kannst du ja mal sagen. Ja. Komm mal raus, gib mal eine Einschätzung. Joe hat es halt jetzt gerade wirklich nicht besser gemacht. Es fällt mir jetzt sehr schwer, noch irgendwas zu sagen, was ich umstimmen könnte, weil... Ja, mit dem Junkloaden und so hat das jetzt schon hart verkackt. Ja. Also, ja, ich finde es durchaus in Ordnung, wenn du sagst, ab nächstem Jahr nur noch irgendwas, dass es nicht klippt. Cam-Accounts mit irgendeiner Mod, die das unterbindet oder sowas. Wenn man das von vornherein so sagt und wenn man das umgeht, dann natürlich auch eine entsprechende Strafe. Ne? Man kann ja immer alles umgehen, ne? Dann ist das, also theoretisch kann man natürlich mit Dings immer alles umgehen, ne? Der Replay-Mod. Ja, richtig, aber ganz ehrlich, da sind die Leute wahrscheinlich zu faul für, weil die müssten ja, wenn die in Real unter der Erde was scouten, wenn die unter der Erde was scouten wollen, müssten die halt dahin fliegen, die Chunks laden, gucken, dann weiterfliegen, Chunks laden, gucken und so. Das ja, ist genau. Halt, also da ist halt schon, muss man es schon wirklich hart drauf anlegen, so. Ja, aber dass man halt willentlich die ganze Zeit durch die Gegend düst und das halt probiert oder so. Ich nutze meinen Cam-Account zum Beispiel gar nicht. Okay. Also wenn du Sparkam siehst, ist das immer mein Cutter. Okay. Und ich habe selbst eine Ancient City gefunden, wo noch Zeug drin war. Das von daher keine Ja, Sorge. Also sowas wie Ancient Cities und so, das finde ich auch jetzt irgendwie trash. Also ich habe halt bei uns auf der Insel geguckt, so wo genau der Spawner an der Oberfläche ist, damit ich da dann mich runterbauen kann. Das ist auch schon grenzwertig, I know, aber das finde ich noch am ehesten. Ja, aber pass auf, die Sache ist doch, das ist ja auch nicht unbedingt so schlimm, weißt du, aber die Sache, das Problem an der Sache ist die Summe von allem. Dass sowas ständig passiert, dass die Leute die Cam-Accounts als selbstverständlich sehen und als Werkzeuge ansehen, wie es Joe so schön formuliert hat. Das ist für filmische Zwecke, für Episoden, Folgen und so ist das okay. Aber damals gab es einfach keinen Replay-Mod. Die Devise war immer, ja, benutzt den nicht zum Scouten, fliegt nicht unter die Erde und sowas. Weil, also wir spielen immer noch Survival und so. Deswegen, den Seed gibt's ja auch nicht und so weiter und so fort. Und das wird halt komplett ausgehebelt. Ja, das ist true. Kannst du das so gleich nochmal sagen? Nee, lieber dich. Ja, dem ist das eh egal, was ich sage. Es ist cheaty, Punkt. Ja. Und also besonders in dieser Season ist mir das aufgefallen, halt, dass das zunimmt, so. Ja. Ja, ich meine, wenn es nicht geregelt ist, ist... Richtig. Das Problem ist aber, selbst wenn ich Regeln mache, kriegt hier auch keiner mit. Nee, man muss ja die Regeln lesen, bevor man auf den Server geht. Ja, es ist wirklich die Frage, wie man das machen will. Also theoretisch kannst du natürlich... Und ich glaube, du kannst erzwingen, dass ein Client irgendwie eine Mod oder so installiert hat, oder? Dass so ein Cam-Account vielleicht. Also es gibt keine Mod, wo du Spectator einschränkst oder so halt, ne? Echt nicht? Nö. Oder ein Plugin, gibt es vielleicht ein Server-Plugin, was das macht? Nee, wir müssen mal gucken. Oder dass man halt den Spectator irgendwie anders umsetzt. Dass man. Also ich sag mal, auf so einem. Games auf so einem Minigame-Server. Da ist ja auch so, dass man irgendwie dann Spectator hat, wenn man irgendwie raus ist und zugucken kann, aber man kann nicht durch Wände oder so fliegen. Also irgendwie haben die das halt dann anders umgesetzt, dass man dann einfach sagt, okay, der Spectator ist halt nicht im Spectator-Mode, sondern Also ist nicht so super, super high priority jetzt, aber ist mir halt gerade nur eingefallen, weil ich zufällig euren Streamview die geguckt hatte neulich, nachdem Joe hier war. Bei mir habe ich irgendwie das Stream mal aufgemacht, wollte mal kurz beim Reingucken und dann habe ich euch zufällig genau in Flagranti erwischt. Ja, aber du hast dann wahrscheinlich auch gesehen, dass ich extra nochmal die Regeln nachgelesen
Ja, aber du bist jemand, der sich drum Gedanken macht, ne, und das auch halt bewusst sozusagen im Hinterkopf hat. Und andere Leute, die juckt das halt überhaupt gar nicht, die machen es halt einfach. Und ziehen halt alles raus, was nur irgendwie geht, wie sie das irgendwie für was verwenden können. Ne. Ich weiß halt auch nicht, wie das so ist. Mit Beni habe ich gesehen, der macht eine 24-7 Videoüberwachung mit dem Cam-Account. Oberirdisch, das würde ich sagen, ist vielleicht auch noch okay so. Aber das ist schon, durchbricht schon wieder die Grenze, dass man damit vielleicht Screens macht oder für seine Videos, als das als Hilfe nimmt. Und er nutzt das halt auch als Tool sozusagen. Dass er halt einen Account hat, der nicht angreifbar ist, der eine Kamera spielt sozusagen. Und Chunks lädt halt da oder was auch immer. Also das ist halt auch so ein bisschen grenzwertig. Tja, ja, ist schwierig. Es ist halt super schwierig, weil, wie du schon sagst, man kann alles zur Not irgendwie umgehen und da jetzt Regeln aufzustellen, ist schwierig, aber das komplett so zu lassen. Also ich sehe auch an, dass das sehr dazu einlädt, das auch zu abusen. Ne? Also ich sage es, also ne, wie gesagt, ich habe da, das war auch eher nur so ein kleiner Punkt, wo ich jetzt mal so ein bisschen reingepiekst habe, ne? Aber Joel, also glaube ich jetzt, der hat das jetzt ein bisschen arg gestört, ne? Ja. Kann ich nachvollziehen. Ne, also entweder man sagt was dazu oder man lässt die Leute einfach scouten, wie sie wollen. Dann können wir auch gleich den Seed Public machen. Ja, ja. Und dann suchen die Leute halt noch Slime-Chunks und sowas. Dann so, ja, wenn du Slime-Chunks aber auch so raussuchen kannst, dann können wir auch wieder das Tool hier nehmen, wo es was Slime-Chunks anzeigt und sowas, weißt du? Und die Frage ist halt, wo geht das halt hin? Ja, ich glaube, Seed veröffentlichen wäre nochmal krasser. Allein schon, weil es dann sich auch irgendwie zu den Zuschauern durchdringt und dann wirst du auch noch voll gespoilert, wenn du es gar nicht willst. Ich glaube, das wäre noch schlimmer. Ja, je nachdem, wie man es nur. Also die Grenze ist halt auch dünn, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Höhle aushebe und dann irgendwie mal kurz gucken muss von einer Seite aus, wie die andere Seite aussieht, einfach nur. Das ist kein Problem. Oh, guck mal, daneben ist ein Dungeon. Ja, dann gucke ich mal, was da drin ist. Dann baue ich mich auch noch schnell rüber. Das looten wir auch noch. Ja, das ist aber dann schon vielleicht eher ein Problem. Und dann. Ja. Aber dann, oder vielleicht auch noch nicht, aber dann geht man ins End und fliegt schnell alle End-Cities ab und guckt, wo noch was zu holen ist. Ne? Also ich stimme dir schon zu, dass man es hart abusen kann. Man muss halt da irgendwo dann einfach eine Grenze ziehen. Also ich glaube, so komplett ist halt auch unschön für manche. Aber wenn man jetzt sagt, nicht durch Wände, ich glaube, damit kommt man noch am ehesten klar. Und wenn man dann wirklich auf Krampf irgendwie durch Wände irgendwas filmen muss, dann kann man die Replay-Mod benutzen. Also könnte eine Option sein. Also ich. Ja, weil Jules jetzt seinen Teleporter hat, wo er sich mal außen einloggt, sozusagen. Dann wird er jedes Mal theoretisch abbrechen. Ja. Aber das ist halt ein hausgemachtes Problem dann auch, ne? Ja, wobei er könnte ja auch die Replay-Mod auf dem Cam-Account haben, der das dann stimmt. Entsprechend eingeschränkt ist. Das stimmt. Replay-Mod also, kann auch im Cam-Account danach laufen. Die Frage ist halt nur, findest du irgendwie ein Server-Plugin, das dann auch den Cam-Account so einschränkt? Ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern. Also wirklich nicht. Also Leute können es so einfach nur lassen so und dann ist gut. Ich finde es gar nicht mal so schwer. Für mich ist das eher jetzt so eine Kleinigkeit und sowas. Deswegen wusste ich nicht, warum Judah jetzt so emotional dran war. Vielleicht, weil er gemerkt hat, dass er da vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu Unrecht die Sachen genutzt hat und ja, Joe benutzt seinen Cam-Account halt sehr viel, ja. Deshalb glaube ich, ist das für ihn halt schon eine harte Einschränkung. Oh, und du weißt ja, wie es ist, Leuten etwas wegzunehmen, ist immer viel schlimmer, als es ihnen gar nicht erst zu geben. Ne? Ja, das Problem ist ja, so wie die Cam-Accounts jetzt genutzt werden, das haben wir ja eh nie gegeben. Also die Leute haben über die Jahre einfach dann vergessen, immer mehr damit gemacht, obwohl das eigentlich nicht der Plan war. Vor allem also Chunks zu laden, also bitte. Ja, das ja, das stimmt. Chunks laden ist. Chunks und Farm kritisch. Laden, da kannst du dich selbst auch einfach hinstellen. Ja. Naja, aber wenn du den Chunk mit dem Cam-Account lädst, kannst du selber noch was anderes machen, weißt du? Ich glaube, darum ging's. Aber, also ich verstehe schon, ich verstehe Joe das schon, weil er hat halt manchmal so Teleporter gebaut, dass wenn er sich mit dem Cam-Account eingeloggt hat, dass er dann irgendwo hingeportet wird oder so. Ja, aber das ist ja erst recht Abuse, also. Ja, es ist halt. Nee, da gibt's nächstes Jahr so ein Exploration Poll oder so, ob man die Funktion der Cam-Accounts, ob die, was wir damit machen. Mein Chat sagt gerade, dass durch die Wand fliegen ist aber schon nützlich, damit man zum Beispiel wie Cast das Innere seiner Maschinen zeigen kann. Ja, das würde ich auch noch verstehen, so, aber das ist halt. Also man könnte halt versuchen, einfach zu sagen, ihr dürft es nicht machen.
Das ist so, wie wenn man Flammenwerfer legal macht, weil man sich damit eine Zigarette anzünden kann. Aber man kann zufälligerweise auch Häuser damit abbrennen. Und die Frage ist, ob es das wert ist, einen Flammenwerfer als Zigarettenanzünder zu erlauben. Einfach nur, weil das cool ist. Aber du musst es so sehen. Flammenwerfer sind quasi schon legal. Und du schränkst jetzt im Nachgang den legalen Nutzen des Flammenwerfers ein. Das heißt, schlimmer kannst du es nicht machen. Nein, nein, nein. Die Flammenwerfer werden die ganze Zeit genutzt, um Häuser abzubrennen. Also versuche ich, das Werkzeug des Häuserabbrennens zu entfernen. Aber dann dummerweise ist auch der Feuerzeuganzünder dann weg. Aber es gibt ja andere. Man kann ja auch einfach ein Feuerzeug nehmen. Damit kann man das andere ja immer noch machen. Also den richtigen Nutzen, wofür es eigentlich gedacht war, der ist ja nicht weggenommen worden. Man muss ja ein anderes Werkzeug dafür nehmen. Stimmt. Aber es würden keine Häuser mehr brennen. Wenn du jetzt das Häuserabbrennen verbietest, dann ist es zumindest nicht schlimmer als vorher. Oder es ist in jedem Fall besser als vorher. Aber genau, weil ja keine Häuser mehr brennen. Na, vielleicht brennen immer noch Häuser, weil es manchen egal ist, aber nicht mehr so viele. Ja, aber wenn Häuser sind halt so schwer anzuzünden, dass man schon einen Flammenwerfer dafür braucht. Ein Feuerzeug oder andere Tools, die reichen dafür halt nicht aus, weißt du? Es gibt mit Sicherheit. Aber ich brenne auch gerne Häuser ab, hätte ich jetzt sagen müssen. Ich brenne gerne Häuser ab. Nee, also. Ich denke halt, dass manche Leute das auch wirklich komplett legit benutzen und dass es für die halt einfach scheiße ist. Ja, oder halt einfach eine offene Regel machen oder halt nochmal darauf hinweisen, dass das halt nicht gemacht wird und dass es halt Konsequenzen gibt, wenn man jemanden erwischt, wie es gedingst wird. Ich habe aber echt super keinen Bock, die ganze Zeit bei Leuten zu gucken oder mich da irgendwie drum zu kümmern, weil das super annoying ist. Ja, ich gut, halt aber wenn jetzt, zu tun. Ich glaube, du musst da nicht gucken, du kriegst das schon mit. Weil es ist ja auch, wenn jetzt jemand X-rayt, also so wirklich mit einer X-ray-Mod oder mit irgendeinem Wurstklein oder sonst was, das kriegst du ja auch sofort mit. Die Leute, die. Du hast ja deine ganz persönlichen Geheimdienste in deinem Chat. Ja. Yeah. Die Frage ist einfach, wie ist es fürs Projekt? Wir sind Content-Creator und so, wir brauchen auch filmische Sachen und sowas, aber das Problem ist halt, die werden nicht für filmische Sachen genutzt, sondern halt zum Spectaten, durch die Gegend fliegen und sonst was und so. Ich verstehe das auch, dass du im Spectator-Mode, wenn du einen Cam-Account hast, vielleicht bei so einem Manhunt überall hinterher springen kannst und die Leute beobachten kannst, ohne involviert zu sein, dabei zu bleiben und sowas, so als Kameraperspektive so. Das hatte ich noch gesehen. Da ist allerdings eine Mod installiert worden, die HP von jedem anzeigt, die nicht auf der Whitelist steht. Weißt du? Da habe ich jetzt auch schon wieder nichts gesagt. Okay, wenn du über von jedem Spieler halt die HP sehen kannst, so über Namen, ne? Das ist halt auch schon eigentlich so spielerisch, aber es wird halt dann nicht benutzt, sondern nur zum Dokumentieren so genutzt. Und das geht halt, ist halt so ein Hin und Her jedes Mal. Die Map-Mod, die zeigt ja auch deinen letzten Todespunkt an. Das ist ja eigentlich auch schon ein spielerischer Vorteil, ne? Ja, also, ne, also in die Richtung geht's. Also Minimap, also das ist sowieso schwierig. Minimap, ich nutze keine Minimap. Ich habe die World Map einmal, damit ich also von oben vielleicht ein bisschen Zeug sehen kann. Aber normalerweise brauche ich es für Orientierung nicht unbedingt. So, aber ein paar Leute wollen das, ein paar Leute brauchen es halt. Du kannst auch Orientierungspunkte setzen. Nicht nur Todespunkt, sondern auch Basepunkt und sowas. Aber wie gesagt, die Frage ist nur, wo man die Grenze zieht. Und ich denke halt, gut, wenn man halt zum Scouten nutzt, wenn man Minecraft, was man im Survival World machen muss, das Exploration und sowas, erkunden oder Sachen finden, Structures finden, das ist halt dann GT. Ja, also so Structures finden, stimme ich dir zu 100% zu. Und Chunkloading auch. Joe ist ja gerade nicht da, da kann ich das ruhig sagen. Also das ist was ist los? Musst du aufpassen bei ihm, dass du das nicht annexst, oder wie? Nee, es ist. Der ist dann wieder beleidigt, wenn ich was anderes sage. Ja, aber also das ist aber nicht konstruktiv so. Du kannst ihn ja nicht beipflichten, nur damit er nicht beleidigt ist, wenn er Ja, das ist schon recht. Nee, ich pflichte ihm nicht bei. Ich würde mich höchstens enthalten. Ja, du hast schon recht. Also Chunkloaden finde ich schon ist eins der kritischeren Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Und Structures finden ist, glaube ich, so das Schlimmste. Also das wäre mir jetzt auch im Traum nicht gut, es sei denn, Spawn ist ein Structure, dann bin ich schuldig, aber so wirklich so eine Bastion oder irgendwie sowas, das ja, ist schon, das ist schon übel, finde ich. Das ist schon sehr übel. Aber wie will man da, wo will man da die Grenze dann ziehen? Ne? Und vor allem, wenn du so eine weiche Grenze, also wenn du nicht sagst, so keine Cam-Accounts oder Cam-Accounts nur noch mit Noclip oder so, sondern ja, ihr dürft alles benutzen wie bisher, aber ihr habt euch an folgende Einschränkungen zu halten. Also so eine weiche Vorschrift. Ja, das wäre wahrscheinlich der erste Punkt. Da müssen wir gucken, ob es klappt oder so. Ja, genau. Also probieren kann man es, aber ich habe halt das Gefühl, dass so Sachen, die auf freiwilliger
Basis sind, mehr oder weniger. Was heißt freiwillige Basis? Also, ja, nee, das ist falsch. Wir können ja sagen, ey, wer sich da nicht dran hält, der kriegt den Cam-Account wieder entzogen, fertig. Ja, das könnte man machen. Ich meine, klar, die Leute können natürlich auch einfach außerhalb vom Stream das dann nutzen. Ne? Das hat Joke. Ja, dann ist mir das aber auch egal. Dann muss man da schon eine gewisse Energie dahinter haben. Das stimmt, ja. Weil du kannst also, das ja nicht für Aufnahmen oder sonst was irgendwie verwenden oder so. Wie willst du das machen? Oh, ich baue mich jetzt mal gerade aus. Sowas, aber auch eine Ancient City. Wie ist die hingekommen? Ja, aber das zu kontrollieren wird dann natürlich wieder nervig, ne? Ja, ja. Nee, aber man kann es jetzt, ich glaube, wenn man zumindest mal grob was festlegt, dass sich zumindest die meisten anhalten werden. Also wenn du es einfach in die Regeln schreibst, genau eine Grenze ziehst, so das und das ist noch okay, das ab dem und dem Punkt ist es nicht mehr okay, dann wird das sicher bei einigen Leuten dazu führen, dass die es unterlassen. Bei manchen vielleicht auch nicht, aber das wird man sehen. Ja, das kann, also wer halt da halt wiederholt immer aufhält und sich nicht dran hält, der kriegt halt den Cam-Account wieder weg, ganz einfach. Ja. Also eine Sache kann ich mit Sicherheit sagen, Joe wird sich definitiv dran halten. Ja, denke ich, weiß ich ja auch. Der ist da sehr, sehr regeltreu. Also. Das weiß ich. Gegen irgendeine Regel hat er aus Versehen verstoßen, ganz am Anfang vom Projekt. Dann habe ich ihm das gesagt. Dann hatte, ich glaube, er hatte irgendeine Mod, die nicht auf der Whitelist war. Genau, wie hieß die nochmal? Bei der, wo ich dich auch angeschrieben habe. Mit den Schablonen und alles. Mini-Hut, ja. Da kannst du dir auch Slime-Chunks und sowas anzeigen lassen. Aber nur, wenn du den Seed weißt. Nur, wenn du den Seed weißt? Okay. Ja, ja. Du musst den Seed eingeben, damit er dir Slime-Chunks anzeigen kann. Na, okay. Standardmäßig kann er dir nur Sachen anzeigen, die der Client auch so übermittelt bekommt. Und ich fand es halt immer ganz cool für Overlay oder mal für einen Kreis. Aber gut, du hast sie rausgenommen. Joe hat es nicht mitgekriegt. Ich habe es ihm gesagt. Er hat sofort gelöscht. Das ist dann aber auch nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Dann sagt, weißt du, letztes Jahr hatte Stigi auch eine Mod drin, die Klümmer irgendwie vorgeschlagen hatte. Eine, die so Fake-Sneak hatte und Lava-Vision und alles Mögliche, ne, und so. Und da habe ich dann auch keinen Aufwand. Da habe ich gesagt, ey, pack's einfach wieder runter, dann gut ist. Also ich, wie gesagt, Strafen liegen immer mein Messen der Orga. Das ist sowieso das Beste. Ich sage, Regelverstoß. Genau, ich wollte jetzt Joe den nicht ausliefern, sondern ich wollte nur sagen, ja, er hat dann sofort geleftet und es deinstalliert. Also er ist da schon sehr streng. Das weiß ich, ja. Das weiß ich. Der Regel geht. Aber das ist nicht so schlimm ist, kann die dann wieder erlaubt werden? Nein. Oh. Ein Fehltritt ist nicht so schlimm. Aber nochmal, wie gesagt, das ist halt ein bisschen so, das geht Richtung Schablonen und sowas. Ich weiß nicht, wie. Also, ich hatte auch mal überlegt irgendwann, ob man dieses Schematika und sowas draufpackt, aber du siehst, alles, was irgendwie erlaubt ist, wird dann bis zur Grenze ausgereizt und dann bauen die Leute nicht mehr so sehr richtig selbst ihren Stuff und so. Die halt schießen sich dann die Vorlage hin, kopieren dann, laden sie irgendwo eine Farm runter oder ein Gebäude runter oder so und bauen einfach mal nach Zahlen das einfach drauf so. Ey, ohne Witz. Es ist genau die Argumentation, die ich bei uns in der Create-Orga gebracht habe, warum ich diese Kanone nicht mag. Und alle so, nee, wir brauchen die. Und ich so, oh Mann. Ja gut, die Kanone ist ja nur erlaubt mit den Sachen, die du schon mal selbst gebaut hast auf dem Server, um die zu replizieren. Aber deswegen. Naja, also, du kannst ja auch mit, also die meisten waren auch dafür, dass man die mit im Singleplayer gebauten Sachen beladen darf. Ne? Und irgendwann haben die Leute auch damit angefangen. Ich fand das nicht gut, aber die meisten fanden es gut. Aber ich finde es das lustig, dass du ja, genau nee, weil Leute, also ist halt eine Abkürzung so. Die Frage ist, wie weit willst du abkürzen? Wir nutzen Mods, um ein paar Sachen abzukürzen. Also es ist mit Gamma, ist halt, also man ist, also die Zuschauer sehen halt einfach gar nichts. Das ist halt gut fürs Video so. Genauso wie ein Shader oder so, weißt du? Und du kannst, da habe ich auch was gesehen, mit beispielsweise einem Shader kannst du den Dark Effekt verhindern im Ancient City. So. Oh. Normalerweise spawnt ihr da Boden, du kriegst einen fetten Darkness-Effekt, du siehst nichts, hast einen Shader drin, passiert da gar nichts, dann kannst du alles sehen. Und das nutzen die meisten dann auch, die fliegen einfach durch die Gegend, setzen sich auf eine Kiste mit dem Darkness-Effekt sozusagen, der ist nichts, nur looten Kiste, fliegen weiter, looten Kiste, fliegen weiter, looten Kiste, fliegen weiter. Und das geht halt nicht ohne Shader. Das wusste ich gar nicht. Aber wir können jetzt schlecht Shader verbieten, weißt du? Ja. Man könnte es jetzt auch wieder Regeln aufstellen, aber das ja, weißt du, und ich will auch irgendwann nicht ins zu Mikromanagement reingehen, ja. Weil das super annoying ist, das irgendwie die ganze Zeit zu kontrollieren oder zu enforcen so und dann schon wieder Regeln, weißt du? Ja. Craft Attack 20, dann Bürokratie der Bundesrepublik Deutschland. Du musst erstmal einen Antrag stellen, dass du ein Haus bauen darfst. Ich sag mal so, die Regeln gibt es ja nur, weil halt Dinge passiert sind, die vielleicht nicht so cool sind. So ja, Cam-Accounts sind nicht da, um Chunks zu laden. Zack, neuer Regelpunkt. So, aber ja. Ne? Aber so entstehen ja alle Gesetze, ne? Ja.
Gesetze gibt es ja nur, weil Dinge ein Problem sind. Wenn es kein Problem wäre, anderen Leuten ihr Leben zu klauen und alles, was sie besitzen, dann ja, wäre das wahrscheinlich erlaubt. Aber es ist ja offensichtlich ein Problem. Ja. Bist du bereit für die Zusammenfassung? Oh Gott, seid ihr immer noch da? Ja, also RGB... Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit diskutiert. Also, ich habe auch mal RGB so ein bisschen gefragt, wir haben so ein bisschen gequatscht. Und RGB ist auch dafür, dass wir die Cam-Accounts komplett abschneiden. Ja, aufs Fall. Springen wir gleich an die Gurgel. Mhm. Ja, nee. Dass wir das halt ansonsten erstmal locker schreiben, dass die nicht für Sachen zu gebrauchen sind, für was die nicht gedacht sind einfach. Und die meisten Leute werden sich wahrscheinlich dran halten oder so. Also quasi im Nether nach Bastionen suchen. Ja, oder so scouten oder vielleicht sogar als Chunk-Loader benutzen, also für Dinge, wofür die nicht gedacht sind. Wenn man Aufnahmen für sich machen will oder Timelapses, dann ist das okay, aber man soll halt vermeiden, vielleicht unter die Erde zu fliegen, weil das ist halt nicht so der Hintergrund ist. Was ist, wenn ich die Aufnahme unbedingt von meinem Stasiskammer machen möchte? Eine? Okay, das war ein Schatz. Ja, das ist gut, ich verstehe schon. Also, wenn du irgendwo eine unterirdische Schaltung oder so hast und du fliegst mal 5 Blöcke daneben unter die Erde, dann bist du halt unter der Erde, aber du guckst halt die Schaltung an, dann wird mich das auch nicht jucken. Und das Gute ist, Joe, immer ist doch, Strafen liegen beim Ermessen der Orga im Regelwerk. Weißt du, dass wir nicht haben, ey, Regelverstoß, ja, jetzt müssen wir das machen, egal wie stark es war, das liegt einfach im Ermessen. Und in den meisten Fällen, zum Beispiel auch, wenn du mal wieder eine Mod drauf hast, die nicht erlaubt ist, dann habe ich da auch nichts gegen gesagt. Stimmt. Okay, ja, gut, den Punkt muss ich dir jetzt zuspielen. Und das Ganze gilt erst ab nächstem Jahr, Joe. Ja, ab nächsten Jahr. Ab Craft Attack. Ja, ja, ab nächsten Craft Attack. Also, ob ich das Ab Craft Attack. Ja, ja. Ja, also, ab nächsten Craft Attack, ja, ja. Also, ja, gut, also zu Elements kann ich mir durchaus auch noch überlegen. Also, zum nächsten Projekt halt, wenn ich irgendwas zu sagen habe, weil. Ab Craft Attack. Verstehst du es nicht? Was, ab Craft Attack? Oh Gott, ab Craft Attack. Oh mein Gott, sein Ach so, weil der Crafter dann kommt. Mann. Oh ja. Mein Gott. Wir spielen dann okay, der war so schlecht. Wir die Cam-Accounts bitte doch Craft Attack. Was? Nein! Jetzt bannen wir die komplett weg. Joe, jetzt das ist einfach das. Weg damit. Und Joe ist schuld. Wieso? Wir disablen einfach die Crafter nächstes Jahr. So. Tja, dann mache ich den Roat. Dann mache ich den, oder wie, was mache ich dann? Oh mein Gott, dann liest er den Discord. Ach so, nee. Dann mache ich mein eigenes Projekt, das nenne ich dann Crafter Attack. Ja. Aber Crafter Attack ist immer noch besser als Kax vom letzten Jahr. Kaxi ist noch besser. Kaxi ist doch super.